Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Ghost Recon Wildlands. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir sind hier in diesem Bereich und wir gehen hier auf eine Aufklärungsdaten zu. Aber so wie es aussieht, gibt es hier ziemlich viel zu tun. Wenigstens ist die Drohne nicht gestört. Ich sehe einen Scharfschützen. Ups, das war wieder der falsche Knopf. Ein Scharfschütze. Noch ein dritter. Ich sehe einen Scharfschützen. Mit dem sind's fünf. Ein Scharfschütze. Ich gehe in Position. Ich habe das Ziel. Als erstes legen wir die Hey, wir haben einen Narko. Ich sehe niemanden. Müssen wir uns nicht kümmern. Ich sehe einen Scharfschützen. Verstanden. Unterwegs. Roger, Ziel markiert. Lass mich in Position gehen. Ich sehe das Ziel. Gehe auf neue Position. Kann loslegen. Dann. Habe einen. So, hier müsste es noch einen geben. Vielleicht ist er auch in der Höhle drin. Okay, bin unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Ziele fast. Bin bereit. Sekunde, geh in Position. Auf dein Zeichen, Boss. Ziel eliminiert. So, wir haben noch eins, zwei. Roger, ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ziel erfasst. Verstanden, unterwegs. Okay, Ziel markiert. Bin schussbereit. Wunderbar. Kein Ziel, wiederhole. Kein Ziel. Zu spät. Die Kingslayer-Datei, die hole ich mir nachher. Nichts Solides, aber ich habe Pericos Ex-Bodyguard gefunden. Hat
Arturo Ruiz. Er arbeitet jetzt für das Kartell in Pilca in einer Mine. Irgendwie gibt es böses Blut zwischen den beiden. Also vielleicht verrät er den DJ. Okay, wunderbar. So, ich breche hier ab. Und dann machen wir hier, wenn ich in der Nähe bin, weiter. Okay, wie abgemacht. Wir sind nun hier in der Nähe von der Hauptmission, und zwar der Leibwächter. Okay, das wäre sogar die erste gewesen. So, mal sehen, was Karen hier zu sagen hat. DJ Pericos Ex-Bodyguard arbeitet jetzt in der Pilka-Mine. Schnappen Sie ihn und fragen Sie ihn nach seinem alten Boss. So, schnappen heißt nicht umbringen. Setze Drohne ein. Scharfschütze, Position. Auf dem Turm. Ich sehe das Ziel. Der muss weg. Tango getroffen. Hey, alles grün. Alarm. Scharfschütze im Turm. Da ist noch ein Tango. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Das nennt man Kollateralschaden. Ich sehe einen Hauptmann. Ich sehe Pericos Ex-Leibwächter. Reden wir mit ihm. Okay, bin unterwegs. Hab das Ziel. Einer weniger. Es ist mir da schon passiert, dass ich auf den Gleisen war. Der Zug hat mich dann gnadenlos überrumpelt. Geh in Position. Okay, Ziel markiert. Ich muss irgendetwas noch geben. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Übertragen feindliche Positionen. So, die sitzen irgendwie alle drin. Und diese vier sitzen hier oben drum. Und unser Leibwächter, der trödelt hier herum. Das
Das Problem ist, ich komme nur über diese Leiter und diese Leiter hier hoch. Somit sind mir diese vier Typen hier im Weg. Wenn der Kampf losgeht, achtet auf eure Ziele. Wir wissen, dass Perdikos Ex-Leibwächter in der Mine arbeitet und wir wollen ihn verhören. Lasst ihn am Leben. Ja, genau, das ist das Problem. So, dann versuchen wir es von hier aus. Nun gut. So, mal sehen, ob der Leibwächter dann auch in die Mine geht. Ich sehe das Ziel. Hab ihn. Ach, komm schon. Die suchen uns. Vorsicht. In ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? In Position. Brauche neue Position. Moment, suchen wir. Alarm ist vorbei. Okay. Das Ziel markiert. Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Ein Drecksack weniger. Das war knapp.
Jungs, wenn ihr schon hier seid. Okay, bin unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Hab das Ziel. Sekunde, gehe Position. Bin bereit. Alter, ist in der Mine drin. Tango getötet. Das war in meine Position. Wenn du nicht abschoben, aufpassen. Fliegt. Geh in Position. Okay, Ziel markiert. Okay, jetzt warten wir. Bis der Linebacker ein paar ein bisschen Distanz hat. Tango am Boden. Zurück, bevor sie dich entdecken. Silenzio, Marce. Jetzt lege ich dich um. Alto, halt! Der Tengase. Arturo Ruiz? DJ Pericos Ex-Leibwächter? Perico? Verrecken soll er. Er hat meinen besten Freund erschossen. Ihren Freund erschossen? Nein, Mann. Meinen Hund, mi perro. Die süße Paloma hat niemandem etwas getan. Er hat ihren Hund getötet? Warum das? Hijo de su reputa madre. Perico wollte Gras aus einem AR-15 rauchen. Das Scheißding ist losgegangen und hat Ballon erwischt. Ich hab nachts immer noch Albträume und wachen Schweiß gewartet auf. Und ist Perico einzahlen? Geben Sie mir seinen Namen und ein Bild von ihm. Mann. Perico heißt Marco Garcia. Fotos habe ich nicht, aber ich hoffe, ihr killt den Motherfucker. So, das war das für... So viel Aufwand und alles, was wir haben, ist der 0815-Name wie Marco Garcia. Ach, die ISA macht's möglich. Schick ihnen den Namen und vielleicht liefern sie uns ein Foto, mit dem wir das Arschloch identifizieren können.